an die, die jetzt sagen, oh cool, ich habe meine Queen auf 5 und will jetzt hier richtig was ruppen. Nee. Das wird nichts, das wird eine teure Kiste. So, da ist der Gusua wieder. Und zwar, ich bin gerade in Kimkam 2, geht aber einfach darum, ich brauchte noch ein paar Truppen. Und Kimkam war momentan zu, deswegen einfach jetzt, dass ich mal ein paar Troops bekomme, um den Angriff noch machen zu können. Das haue ich jetzt gleich raus. Und dann will ich euch genauer zeigen, wie das gut klappt mit der gesamten Sache. Wie man mit der Queen und den Heilern angreifen sollte, welche Truppen man da genau nehmen sollte und was das dann halt bringt. Hier brauchen wir nicht wegen dem Inferno. So, schauen wir mal. Ja, ansonsten sah das jetzt schon echt cool aus. Ich fand das im letzten Video ja ganz nice, dass der Kaito mich da eingeladen hatte im Wild Style. Das läuft da bei denen auf jeden Fall. Sehr geil, bloß da muss ich jetzt echt überlegen, ob meine Augen nicht wieder zu groß sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe leider, muss ich den aufgeben, weil ich denke wirklich, dass die Queen auf 20 mir richtig zusetzen wird. Und auch wenn es 1,2k waren, das ist mir ein bisschen zu tricky. Muss ich mal schauen, wie ich hier am besten reinkommen würde. Ah, das würde aber gehen eigentlich. Hier rein. Und wenn ich drinne bin, dann lachen. Ja, so macht man das. Jetzt gucken wir natürlich, ob irgendwo noch eine Bombe am Start ist hier. Wie gesagt, vorher schön clearen. Ist natürlich mega geil, dass der jetzt seine komplette Luftabwehr. Komplett ist der ein Horst. Aber gut, da gab es mal so ein Video von mir, Epic Fails und wie auch immer, Top Fails. Und das wäre einer davon, weil man sollte natürlich nicht zeitgleich mehrere Sachen der gleichen Sorte upgraden. Klar, da haben wir jetzt eine CB, die richtig rockt. Die CB wird mir richtig einen reingeben. Da will ich auch nichts riskieren, weil wenn die Queen erstmal down ist, dann habe ich ein Problem. Von daher gucke ich mal, dass ich da die Luckys mitnehme und sogar noch eine Hexe am Start. Das will ich wirklich erstmal geklärt haben, alles klar. So, das haben wir. So, jetzt geht's weiter mit, genau, richtig genau zur richtigen Stelle gerannt. Ah, schade, der wurde geröstet. Na egal, dann warten wir noch mal kurz. Nicht zu viel wollen. Lasst euch Zeit, wenn ihr halt seht, gut, okay, ich habe die Tesla da, das läuft alles noch nicht so, wie ich will. Zeit lassen. Jetzt kommen wir mit dem zweiten Durchgang hier mit den Mauerbrechern. Mal gucken, ob das was wird. Zack, genau. Und schon sieht das doch ganz anders aus. Jetzt rennt sie dahin. Ah, okay, ich sehe gerade, der hat noch eine andere Queen. Nicht eine andere, der hat seine logischerweise. Aber die konnte einpacken. Genau, richtig genau an der Stelle wollte ich es haben. An der Stelle wollte ich es haben. Ah, okay, das ist auch nur noch einer. Mal gucken. Aber selbst wenn ich hier jetzt das Dunkle nicht kriegen sollte, dachte ich mir nämlich auch, selbst wenn ich das nicht kriegen sollte, hätte ich hier jetzt das goldene Gold gesnackt. Aber das passt hier. Das ist in Ordnung. Expo geht gleich down. Dann sollte das auch eine ruhige Sache sein. Ich will jetzt nicht noch einen Heiler verballern. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss man sich halt durchrechnen. Passt das nicht. Jetzt rage ich die einfach durch. Und jetzt will ich aber trotzdem natürlich noch Loot getten. Ah, ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Klein wenig. Aber ich will das Gold halt auch haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja dann auch ein Arsch. So, der Rest ist eigentlich Pillepalle. Aber ich probiere es trotzdem noch. Ich meine, was ich jetzt überhaupt wieder fürs Alex rausgeballert habe, das kann man auch keinem erzählen. Aber wenn ich hier jetzt das Alex da noch ein bisschen... Und zack, das reicht mir. Ich will nicht, dass er komplett down geht.
Ist aber in Ordnung. Vom Dunkeln her war das jetzt nicht der Knüller, klar. Aber ich habe doch lieber solch einen Raid, als wenn ich da sitze und denke mir, gut, okay, die 2,5K habe ich zwar nicht bekommen, aber sie standen ja schon mal auf der linken Seite. Ich hätte sie ja bekommen können. Das ist auch Quatsch. Dann lieber eine Nummer weniger, nicht zu viel riskieren und fertig. Habe ich die CB nicht mal gebraucht, weil die hätte ich jetzt noch fürs Clearen sonst gebraucht. So, jetzt gucken wir mal genauer in den Angriffslog rein. Wie gesagt, hier, ich muss hier auch nichts verstecken. Hier, der war für ein C, aber hier der Rest ist schon ziemlich nice. Und jetzt kommt aber auch dazu, andere sagen jetzt auch, naja, guck mal, ich bin, sage ich jetzt mal, im Meisterbereich, ich hole jedes Mal 3K Dunkles. Ja, glaube ich, ist auch gar kein Thema. Guckt euch bitte meinen Verteidigungslog an. Das ist halt eben auch mal irgendwo der Unterschied, dass man sagen kann, gut, okay, in dem unteren Bereich kriegt man hier, der war mega geil. Ich kann leider die Wiederholung nicht machen, aber er hat so abartig probiert und hat so abartig daneben gesessen. Also richtig fail. Das war richtig geil. Da habe ich mich über die Verteidigung habe ich mich so gefreut, weil ich mir dachte, ja, nicht mal einer mit 24, 25er Helden kriegt das gerissen. So, Angriffslog. Gucken wir nochmal rein. Was ist denn hier so drin? Achso, klar, die können wir natürlich nicht mehr angucken. Kann ja nur das letzte hier. So, gucken wir mal. Das will ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen genauer erklären. So, gucken wir mal. Ich hab's jetzt, ich weiß jetzt selber nicht mehr, was das war. Aber ich würde sagen, ich bin von unten reingegangen. Würde ich jetzt einfach immer mal tippen. Gucken wir mal rein, wie es ausschaut. Genau, in dem Bereich geklärt. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ich möchte von hier rein, dann nicht das Hauptaugenmerk hier auf diese Sachen legen. Das kann die Queen selber machen. Aber hier muss weg und der Bereich muss weg. Das heißt, es muss eine Schneise sein, wo die Queen denkt, gut, okay, da draußen steht ja nichts mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten habt ihr den Kampf definitiv verloren. Dann rennt die außen rum und die will nichts mehr von den inneren Gebäuden wissen. So. Hier ganz gechillt. Oh, hat es zwei Luckys gekillt. Ganz vorsichtig rangehen. So, hier. Da brauchen wir gar nicht mehr, weil wie gesagt, den Rest regelt die Queen. So. Jetzt kommt die Queen. Heiler auch gleich hinten ran. Erstmal 3, 4, um zu gucken, wie es so läuft. Und dann nicht gleich alle auf einmal. So. Wir gehen rein. Herzlichen Glückwunsch, wir sind drinne. So, jetzt hat die natürlich gar keinen Anreiz mehr, irgendwie rauszurennen, weil die hat jede Menge Gebäude hier. Jetzt die Mauerbrecher noch. Wie gesagt, die hätten auch noch später sein können. Wirklich, sobald man sieht, gut, okay, die will jetzt langsam hier gegen eine Mauer gehen, dann die Mauerbrecher reinknastern und dann spart ihr richtig, richtig Zeit. Das ist das Problem. Ihr braucht Zeit. Deswegen wirklich, Heiler, Mauerbrecher und die Minions halt zum Clearen, die machen sich zum Clearen echt gut. Ich überlege auch noch ein bisschen, ob ich das eventuell wirklich mit Barge machen kann. Ob das gut klappt, das werde ich eventuell auch nochmal testen, dass man da dann halt da noch mal, nicht nochmal das DLX wastet dafür, klar. So, jetzt sind wir drinnen, das Ding ist gewonnen. Das ist kein Thema, das ist ganz easy, ich habe den Rage auch noch drinnen. Und ist also gar kein Thema. Und wie gesagt, lasst die Queen dann mal in dem Bereich wirklich diesen Eil, also diesen Haste-Zauber haben. Dann ist man in dem Spiel einfach, ich denke wirklich, dann ist die Taktik so gut, dass man, wie soll ich sagen, dass die ein Upgrade machen. Dass die Queen, denke ich mal, wieder runterleveln. Weil man einfach wirklich jeden damit kriegen kann. Außer natürlich Town Hall 10 im Bereich mit Infernos. Klar, da ist natürlich dein Ende. Sonst hier nicht viel gezogen, war mir aber wirklich egal. Ich will halt, dass mein King schläft. Ich will, dass dann auch irgendwann wieder die Queen schläft. Und dann ist das eine coole Nummer. Ich mache das ja jetzt, wie gesagt, mit Max Magier, mit Max Heilern. Ist auch auf jeden Fall zu empfehlen. Nehmt euch zusätzlichen Heal mit. Mindestens einen, wenn nicht sogar, wie jetzt bei mir, 4 Stück. Wenn man sie braucht, dann braucht man sie halt, who cares. Ihr könnt mehrere Heals droppen zeitgleich. Auch die Heiler werden durch den Heal-Spell geheilt, also auch kein Thema. Haltet euch von den Infernos fern, möchte ich nochmal kurz sagen. Und ansonsten kann euch eigentlich nichts aufhalten. Ich würde die Version nicht mit dem King machen. Ich habe es mit dem King schon gemacht, habe da auch
knapp 2K DLX gezogen, ist aber um einiges schwieriger, weil ihr halt die Range nicht habt. Denkt wirklich daran und auch an die, die jetzt sagen, oh cool, ich habe meine Queen auf 5 und will jetzt hier richtig was ruppen. Nee. Das wird nichts, das wird eine teure Kiste. Also wenn du dann sagst, gut, okay, komm, ich muss nicht viel clearen, weil der seine Sachen nicht draußen zu stehen hat und das steht gerade wirklich total easy. Ist das in Ordnung? Bloß wenn ich mir dann wiederum überlege, dass ich da sitze und ganz viel Loot einfach wegklicken muss, weil ich ihn nicht mit einer 5er Queen angreifen kann, ohne Barge, ist auch dann eher ein bisschen Fail. Von daher wirklich mein Tipp, sie sollte schon 15 sein. Sie sollte wirklich 15 sein. Sie muss nicht volljährig sein, aber 15 sollte sie sein. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, so ein Lock hat man meiner Meinung nach nicht so krass oft. Und wie gesagt, der Lock gibt mir halt recht, dass ich sage, gut, okay, das System funktioniert. Und im besten Fall halt wirklich 2 Angriffe hintereinander. Wenn ihr sagt, gut, okay, ich sag jetzt mal, ihr hattet 8-9 Heiler und ihr habt wirklich in einem Durchgang nur 4 verbraucht, naja, zack, dann kannst du gleich den nächsten nochmal starten. Dann passt das. Aber, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch, aber lasst euch das auch gesagt sein. Immer überlegen, wie viel haue ich jetzt wirklich an Ressourcen raus und was bekomme ich dafür? Nicht einfach nur, deswegen auch dieses, was ich immer sonst mal sage. Oh, hier, cool, go wipe, aber krieg gerade mal einen Loot von 100k. Dann lohnt sich eine go wipe nicht. Klar, wenn man üben möchte für ein CW, vollkommen in Ordnung, dann ist das so. Klar, dann dürfen auch so eine Sachen gemacht werden. Aber sonst braucht man nicht sagen, oh, guck mal hier, ich habe meinen Gegner immer weggerotzt. Immer 100%, aber gar kein Loot gemacht. Ist dann eventuell ein bisschen fail. Wollte ich bloß mal gesagt haben und ihr haut rein.